einfach eine Pressekonferenz hier bei uns oben beim SVS. Heute Saisoneröffnung, Lokalderby. 4:1 Sieg für den SC Westfalia Herne. Christian, mein herzlichen Glückwunsch. Ich bin der Stadionsprecher, ich habe eigentlich genug gequatscht, ich will auch gar nichts mehr sagen. Ich erteile hier mit dem Trainer unseres heutigen Siegers und Gästetrainers, dem Christian, das Wort. Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für den tollen Rahmen heute. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich wollte natürlich eine Analyse zum Spiel. Ja, wir sind natürlich brutal glücklich, dass wir das Ding heute für uns entschieden haben. Mit 4:1 auch sehr deutlich. Ja, und da komme ich dann schon zur Analyse. Wir müssen schon ehrlich sein. Diese drei Tore Unterschied oder Differenz, die waren wir heute nicht besser. Da müssen wir auch schon sachlich bleiben. Die erste Halbzeit hatten wir eine brutale Effektivität und gehen dann mit einer guten Leistung mit einer Pausenführung in die Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann darum, bei den Temperaturen und bei den Platzverhältnissen einfach nur noch pragmatisch das Spiel über die Zeit zu bringen. Das haben wir dann geschafft. Auch wenn Michael das sicherlich nicht gerne hört, aber ihr wart einfach nicht drei Tore schlechter. Und wir freuen uns trotzdem brutal über drei Punkte und euch wünsche ich wirklich alles erdenklich gut für die Saison. Dankeschön. Danke, Christian. Ja, Michael, dein Statement. Also hier ist natürlich ähnlich. Also ich glaube, dass wir in ein super gutes Spiel reinkommen, haben den ersten Angriff über die rechte Seite gut zu erwischen. Hier schöne Flanke von Kami. Julian Stock fällt hier rüber hin, macht das 1-0. Was mich als Trainer halt immer ein bisschen abfuckt und ich glaube, da können Christian ist, dass wenn wir natürlich in den Mannschaftssitzungen auch in der Trainingswoche genau diese Situation eingehen, die uns am Ende in dem Fall den Ausgleich bescheren, dann tut das für den Trainer weh. Wir wussten halt, dass die zweite Standardsituation stark ist, dass sie relativ viele Standardsituationen auf den zweiten Pfosten bringen. So war das erste Tor so entstanden, bei dem Ausgleich, aber wussten auch nichts zu dem Zeitpunkt. Dann hatten wir ein bisschen mehr Ballbesitz, aber jetzt ohne großartige Torschancen zu haben, kriegen dann ein Gegentor, wo der Außenverteidiger und der Innenverteidiger weggehen, also wenn der Torwart kommt, also auch ein komplettes Missverständnis. Und tatsächlich, ich habe gerade nochmal den Jimmy gefragt, tatsächlich war das der einzige Ball im ersten Kontakt, den unser Torwart direkt gehalten hat, glaube ich. Der Abfall hat keinen Ball, dafür das 2-1. Das dritte Tor überragend, muss man ganz klar sagen. Traumtor, Tor des Monats. Trotzdem von Trainerseite aus, wir haben in der vorherigen Situation, haben wir im Innenverteidigerbereich die Möglichkeit, den Ball total umgedrängt auf drei Positionen zum Mitspieler zu bringen, kriegen wir nicht hin, da spielt sich das Ball ja richtig gut. Und dann kommen wir aus der Halbzeit, wir uns das genau dazwischen hatten wir noch die Kopfballsituation, die auf der Linie geklärt wurde. Das wäre das 2-2 gewesen. Also ich sage mal so, das Matchglück war vielleicht nicht ganz auf unserer Seite. Ich hätte das Spiel sehr, sehr gerne gesehen, natürlich ganz, ganz subjektiv aus meiner Sicht, wenn durch den Elfmeter das 3-2 fällt. In der 60. Minute, da sieht man auch wieder, was für eine Qualität Julian Kaminski hat, wie schwer das verteidigen ist. Marcel Herrmann hat in der letzten Saison alle Elfer reingetan. Okay, jetzt hat er den ersten verschossen. Was für mich als Trainer ganz klar ist, der wird auch den nächsten wieder schießen. Also da muss man den Jungs auch Selbstvertrauen geben, das kann immer passieren. Jeder von uns hat schon auf den Punkt einen nicht reingemacht. Dann wäre es vielleicht nochmal knackig geworden. Letzte Tor macht so ein Neuer, macht er überragend. Zählt für mich als Trainer nicht in der ersten Situation, wo dann gegenüber nicht 4 gegen 1 gespielt wird. Spielt es gut zu Ende. Und von daher, ja, war toll. War ein schöner Abend. Das Ergebnis für uns nicht so toll. Ich bin trotzdem nicht ganz unzufrieden mit meiner Mannschaft. Sind so 3-4 Sachen, die wir verbessern müssen, auch verbessern können. Aber ich glaube, dass wir auch im Vergleich zur letzten Saison jetzt schon einen ganz anderen Fußball spielen. Auch wenn am Ende natürlich jeder, der heute Abend das Spiel nicht gesehen hat, Fußball, den er auch macht, und 1:4 liest, der wird halt denken, das war eine ganz klare Sache. Ich denke, das war nicht der Fall. Trotzdem, ich freue mich aufs Rückspiel. Ich wünsche euch alles Gute und dann bis zum nächsten Jahr. Fragen von euch an die Trainer? Kann ich? Keine Fragen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich.